Willkommen zur Einführung in die Informatik für Geisteswissenschaftler. Dieses Video ist entstanden im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Paderborn. In diesem kleinen Video möchte ich zeigen, wie man mit den Napierschen Rechenstäbchen eine Rechnung durchführen kann, konkret wie man eine Multiplikation durchführen kann. Die Napierschen Rechenstäbchen sind im frühen 17. Jahrhundert von John Napier entwickelt worden, einem schottischen Mathematiker. Er hat sie 1617 erstmals publiziert. Das Rechnen mit den indisch-arabischen Ziffern ist zu diesem Zeitpunkt auch in Europa schon seit einigen Jahrhunderten bekannt. Verbreitet hat es sich hier aber erst seit dem Beginn des 16. Jahrhunderts. Vorher verwendete man die römischen Ziffern, mit denen man direkt nicht rechnen kann. Als technische Unterstützung für das Rechnen waren beispielsweise der Rechentisch und der Abakus verbreitet. Zu beiden habe ich hier schon Videos bereitgestellt. In einem weiteren Video erfahrt ihr auch einiges über die Hintergründe des Rechnens mit den indisch-arabischen Ziffern, für die sich nun die Frage stellte, ob man, vor allem für schwierigere Aufgaben wie die Multiplikation, ebenfalls ein geeignetes Hilfsmittel bereitstellen könnte, das solche Rechnungen vereinfachte und weniger fehleranfällig machte. Ein solches Hilfsmittel sind die Napierschen Rechenstäbchen, mit denen ich hier nun eine solche Multiplikation durchführen möchte. Zugrunde liegt diesen ein Rechenverfahren, das man auch auf Papier anwenden kann, die sogenannte Multiplikation nach Art der Jalousien. Dabei wird die Multiplikation letztlich auf eine Folge leichter Additionen zurückgeführt, deren Ergebnisse man geschickt untereinander schreibt. Auf den Rechenstäbchen selber ist das kleine 1x1 aufgedruckt, sodass man nicht einmal mehr dieses beherrschen muss, sondern nur noch die richtigen Stäbchen in der richtigen Reihenfolge ablegen, Werte ablesen und einfache Additionen ausführen muss. Das möchte ich nun also einmal vorführen. Hier habe ich also meine Napierschen Rechenstäbchen in diesem Kästchen und das ist die Rechnung, die ich gleich einmal durchführen möchte. 9256 mal 4371, also etwas, was man nicht mal eben so ohne weiteres im Kopf ausrechnen können wird, vermutlich die meisten von uns zumindest. Diese Stäbchen hatte ich in einem separaten Video schon mal erklärt, wie die aussehen. Hier haben wir also immer die verschiedenen Produkte draufstehen. Und wir müssen uns jetzt eine dieser Zahlen heraussuchen und legen die hier hin. Und ich nehme mal den ersten Faktor. Da habe ich mir die passenden Stäbchen schon vorher zurechtgesucht, damit ich jetzt nicht so lange rumsuchen muss, weil hier, wie gesagt, stehen überall unterschiedliche Zahlen drauf. Und dann nehme ich mir die eine Zahl hier mal her. Das ist jetzt die 9256. Die lege ich mir also hier einzeln hin, die Stäbchen. Die müsste ich jetzt also erstmal heraussuchen, die richtigen. Das habe ich gerade schon mal vorbereitet hier. Und dann nehme ich mir noch dieses Merkstäbchen dazu, das einfach nur die Ziffern von 1 bis 9 oder die Zahlen von 1 bis 9 hier hat, mit denen wir dann gleich einfach nur die richtigen Zeile jeweils aussuchen können, damit wir gleich die Ergebnisse leichter ablesen können. Ich habe dazu so eine kleine Schablone mir hier noch gebastelt, mit der können wir hier immer gleich, kann ich besser signalisieren, wo ich gerade unterwegs bin, dass man das ein bisschen besser versteht, was ich gerade mache. Jetzt möchten wir diese Multiplikation durchführen. Dafür fangen wir hinten an. Wir multiplizieren 9256, also die Zahl, die wir hier haben, zunächst mit der 1 und schreiben das Ergebnis hier hin, so wie wir das ähnlich wie wir das in der Schule auch machen. Das heißt, wir ziehen jetzt hier so eine Linie hin, werden das Produkt hier gleich hinschreiben. Das könnten wir jetzt relativ einfach machen, denn 9256 mal 1 ist nicht schwer zu rechnen. Wir machen das trotzdem gleich mal richtig mit den Rechenstäbchen auch. Dann rechnen wir 9256 mal 7 und schreiben das versetzt darunter. Dann 9256 mal 3, wieder versetzt darunter. 9256 mal 4, wieder versetzt darunter. Und dann müssen wir diese vier Zahlen nur noch addieren. Und das ist schon alles, was wir hier machen müssen. Gut, fangen wir also an. Nehmen wir uns also zunächst einmal 9256 mal 1 vor. Das heißt, wir legen uns diese Schablone, wie gesagt, die ist nur zur Illustration hier, damit ihr seht, worauf ich gerade gucke. Und dann können wir jetzt hier kurzerhand eben uns die Zahlen angucken, die hier stehen. Die 1, wie gesagt, zeigt uns an, dass wir über diese gerade reden. Und jetzt können wir hinten anfangen und lesen hier immer über die Diagonalen ab, was hier jetzt für Zahlen stehen. Da haben wir hier als allererstes hinten einfach eine 6 stehen. Und dann notieren wir die uns hier unter der 1 hier hinten. Links davon haben wir hier eine durchgestrichene Zahl stehen. Die ist nur für die Division und für Subtraktion interessant. Deshalb interessiert uns die an dieser Stelle nicht. Die ignorieren wir, deshalb ist sie auch durchgestrichen. Und davor haben wir als nächstes dann die 5. Wir würden uns diese Zahlen über diese Diagonale addieren. Also die 5 haben wir hier stehen. Dann schreiben wir also die 5 hier hin. Dann nehmen wir als nächstes her. Hier ist wieder durchgestrichen, hier steht die 2, dann schreiben wir also die hier hin und dann haben wir hier als nächstes die 9, schreiben wir also die hier hin und da vorne ist wieder was durchgestrichenes, das interessiert uns also nicht. 9256 mal 1 ist 9256, das ist wenig überraschend. Gut, jetzt müssen wir allerdings das Ganze mit der 7 multiplizieren. Also nehmen wir uns jetzt die Zeile mit der 7 hierher und beginnen wieder hinten. Wir haben hier als allererstes eine 2 stehen.
Wir müssen jetzt daran denken, wir beginnen jetzt unter der 7, da schreiben wir also jetzt unsere Summe hin, unser Produkt hin natürlich. Dann haben wir hier 4 plus 5, das ergibt 9, das heißt, wir addieren also über diese Diagonale hier. Dann haben wir hier 3 plus 4 über die Diagonale, das ergibt 7. Dann haben wir hier 1 plus 3, das ergibt 4. Und dann haben wir hier vorne einmal die 6 stehen. Damit haben wir jetzt also 9256 mal 7 gerechnet. Das ist der Wert, der hier herauskommen sollte, hoffentlich, wenn ich mich nicht vertan habe jedenfalls. Jetzt wollen wir 9256 mit 3 multiplizieren. Wir suchen uns also hier die Zeile mit der 3 heraus und beginnen wieder hinten. Wir haben die 8, jetzt beginnen wir also hier unter der 3 natürlich, schreiben also die 8 hier hin. Dann haben wir 1 plus 5, das ergibt 6. Dann haben wir 1 plus 6, das ergibt 7. Und dann haben wir 0 plus 7, das ergibt 7. Und zu guter Letzt haben wir hier noch eine 2 stehen. Und dann müssen wir als nächstes noch rechnen, 9256 mal 4. Wir suchen uns also die Zeile Nummer 4 hier heraus. Da haben wir jetzt 4, das ist jetzt also hier, wo wir die notieren müssen. Dann haben wir 2 plus 0, das ergibt 2. Dann haben wir 2 plus 8, das ergibt 10. Das heißt, wir notieren hier eine 0 und merken uns 1 im Sinn. Die müssen wir noch mitnehmen. 0 plus 6 ergibt 6 plus die 1 im Sinn ergibt hier eine 7. Und dann haben wir hier ganz vorne noch eine 3 stehen. Das sind also jetzt die Produkte, also 9256 mal 4 müsste das hier sein, wenn wir uns nicht vertan haben oder ich mich nicht vertan habe. Und jetzt müssen wir diese Zahlen nur noch zueinander addieren. Das ist hier hinten eine 6, dann haben wir hier 5 plus 2, das ergibt 7. Dann haben wir 8 plus 9 ergibt 17 plus 2 ergibt 19 mit einem Übertrag. 9 plus 1 sind schon mal 10, 17, 23, 27 haben wir hier dann als nächstes mit einer 2 im Übertrag. 4 plus 7 ergibt 11, plus 2 sind 13, plus 2 sind 15, einer im Übertrag. 6 plus 7 ergibt 13, plus 1 ergibt 14 mit einem Übertrag. 7 plus 2 sind 9, plus 1 ist 10. Mit einem Übertrag, 3 plus 1 ergibt 4 und unser Produkt lautet also 40.457.976, wenn wir uns nicht verrechnet haben. Und das könnten wir jetzt natürlich nochmal versuchen nachzurechnen oder mit einem anderen Hilfsmittel auszurechnen. Oder vielleicht wart ihr ja sogar so gut, dass ihr das im Kopf ausrechnen konntet. Wir haben also gesehen, wie man eine Multiplikation zweier vierstelliger Zahlen, aber vom Prinzip her auch größerer Zahlen, mit Hilfe dieser Rechenstäbchen durchführen kann. Eine Rechnung, die wir im Kopf sicherlich nicht hinbekommen hätten. Natürlich kennen wir heutzutage das Multiplikationsverfahren, das wir in der Schule gelernt haben, die schriftliche Multiplikation. Die aber erfordert zumindest noch, dass man das kleine 1x1 beherrscht. Hier ist nicht einmal das mehr notwendig, wenn wir die Napierschen Rechenstäbchen verwenden. Diese Rechenstäbchen dienen übrigens auch als Grundlage für die erste Rechenmaschine, die je gebaut wurde, nämlich die von Wilhelm Schickard, die wir in einem anderen Video noch kurz vorstellen werden. Diese stammt aus dem Jahr 1623, also schon 6 Jahre, nachdem die Napierschen Rechenstäbchen vorgestellt worden sind. Mit dieser Maschine kann man multiplizieren, ohne dass man dabei noch überhaupt einen Hauch denken muss. Man muss quasi nur noch Rädchen in der richtigen Reihenfolge drehen und sonst nichts. Das soll es als kleiner Einblick gewesen sein, wie man mit den Napierschen Rechenstäbchen eine Multiplikation durchführen kann, ohne dass man viel geistigen Aufwand dort hineinstecken muss, sodass also im Grunde genommen fast jeder mit diesem Hilfsmittel recht komplexe Multiplikationen durchführen kann. Tschüss, bis zum nächsten Video.